Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Da bin ich wieder. Es geht wieder weiter. Jo. So, Kolonieerfolg errungen zweimal. Was haben wir denn da? Zeig. Okay. Es ist nicht roh. Ach so, ja, weil wir da Omelettes angenommen haben. Und La Cavore. Lokavore, lasse 400.000 Kalorien ohne Pflanzkisten, Ecke oder sonst sowas. Okay, perfekt. Ja, das haben wir eigentlich erreicht, weil wir hier wirklich nur von der Natur uns ernähren. Ja, und des Weiteren kann man auch ja tatsächlich Farmen auch mit diesen lustigen kleinen katzenartigen Pips hier machen. Zum Beispiel, was ist denn das hier? Denkrad, ach so. Was ist das ist ja lustig. Aufkleberbombe, ah ja. Hat sich jemand gefreut. So, ich entpause das mal hier. Hä? Noch einer? Moment, wir haben doch gerade geguckt. Hä? Okay, egal. Sauerstoff, ja, okay. Da haben wir wieder ein Problemchen. Jo, müssen wir mal gucken. Gut. Das irritiert mich gerade so ein bisschen, der Sticker hier. So, fehlen lange Arbeitswege. Ah ja, gut, genau. Jetzt muss ich mich erst wieder orientieren, weil ich privat selber noch eine Kolonie angefangen habe. Und ja, da, was ich da jetzt gemacht habe, da bin ich fast genauso weit wie hier. Bloß in meiner privaten Kolonie habe ich einen, der hier Skulpturblöcke machen kann. Wir haben, glaube ich, überhaupt keinen, der jetzt hier, oder? Warum haben wir... Oh, da haben wir einige Punkte bekommen. Ne, wir haben ja jetzt momentan tatsächlich... Haben wir nicht irgendjemand der Kreativität? Da hätten wir drei. Okay. Niesbett. Aktuelle Moral, Bedürfnis 6. Gut, Niesbett tut ja eigentlich momentan forschen. Warte mal, da haben wir auch schon den besten Hut drauf, ne? Ja. Was heißt den besten? Ja doch, es gibt ja nichts mehr. Wollen wir Niesbett vielleicht noch Kunst beibringen? Oder warten wir auf den Biodrucker, dass der uns hier was bringt? Weil Devon möchte ich eigentlich von seinem Graben nicht abhalten. Alle anderen haben eigentlich kaum hier Punkte dafür. Ich glaube, Niesbett wird jetzt auch noch Künstlerin. Ja, denke ich mal, das musst du machen. Dekorieren 1 Punkt. Dekorieren 2 Punkte. Können wir auch... Wird eng, aber... Ja, ich möchte eigentlich meisterhafte hier machen. Eine Cabby kriegt sie das jetzt nicht anders da hier. Das bleibt so, wie es ist. So, und jetzt, ja, jetzt ist auch das weg hier, dass wir da keinen Fachmann für haben. Gut, mit dem Sauerstoff muss ich mir jetzt dann gleich was überlegen noch. Ja, da haben wir noch diese Terrarien und so weiter. Mit dem Wasser muss ich was machen. Ich habe mich da nur noch nicht so getraut. Ja, da ist noch ein Fischi drin, alles klar. Und mit dem ganzen Schleim muss ich halt auch noch was machen, mit den Algen und so weiter. So, hier, die Brühe ist runtergelaufen. Und der Unfall hier mit dem Salzwasser und so weiter ist hier schon mal beseitigt wieder. Okay. Gut, da habe ich jetzt mal nur einen Ziegel reingemacht, damit hier das ausgasen kann. Ich lasse ruhig diesen verschmutzten Sauerstoff hier rausgasen, weil das ist ja, es ist ja auch noch Luft. Also man muss ja bloß reinigen, ist mir ganz klar. So, was ist mit euch, Dreckos? Ja, da habe ich schon einen umgebracht, weil der hat mich geärgert. Was macht der hier? Ach, der tut Phosphorit, glaube ich, ausstoßen. Der frisst uns aber das Mehlholz. Das mag ich eigentlich nicht so. Ja, da muss ich auch mal gucken, dass ich für die ein Räumchen mache, dass wir von denen die Schuppen vielleicht rauskriegen. So, des Weiteren, das habe ich euch aber gezeigt, meine ich schon, dass wir hier jetzt einen Holzgenerator gebaut haben. Dass wir hier halt, ja, das Zeug hier beim Machen hier. Und, was jetzt hier natürlich sinnvoll wäre, natürlich, indem wir jetzt zum Beispiel hier das verschmutzte Wasser hier zum Beispiel haben. Wenn wir jetzt hier so ein Gerät bauen würden, der uns dann hier, na sagt was, das CO2 rausholt, dann tut es ja wieder verschmutztes Wasser machen.
Es ist, also ich finde es ein bisschen lahm, wie das hier raustrippelt, aber der Tank ist halt auch nicht unendlich. Also hier ist immer so ein bisschen ein Reservoir, aber ja, wir müssen gucken. So, Bleistein haben wir ein bisschen was, okay. Eine Kantine habe ich auch noch nicht, genau. Eine Kantine. Ah, interessant. Meisterwerke. Ah, das sind ja die Kleinen, genau deswegen. Ich meine, das ist, glaube ich, egal, oder? Dekoration 20. Magmatit. Ah, verdammt, ich habe das aus Magmatit gebaut. So, müssen wir noch ein paar Dekorationen mit reinpacken. Und zwar, wo waren das nochmal? Möbel ist es, glaube ich, oder? Möbel. Großer Block aus Granit. Granit. Ja, da haben wir ein bisschen was. Das hat nämlich einen besseren Dekorwert. 10% mehr. Oder nicht Prozent. Ja, machen wir das mal so. Okay. Ja, eigentlich müsste ich jetzt hier die Lufterfrischer hier. Naja. Brauche ich die hier oben überhaupt noch? So. Das ist die Preisfrage. Am besten baue ich es eigentlich mehr hier hin. Und dann sollte eigentlich da auch das Problem behoben sein. Ich mach mal hier. Ich mach's mal so. Ich baue mal zum Beispiel hier noch einen. Da geht's natürlich nicht. Da geht's auch nicht. Okay, ist mir klar. Also machen wir es mal so. Machen wir hier noch einfach hier zwei hin. So, kopieren. Das wird wieder aus Magmatit. Jawohl. Und die da oben machen wir weg. Abreißen. Ah, stopp, da über Algenterrarium. Wobei, wie viel Algen haben wir momentan eigentlich? Das muss ich mal gucken. Naja, 3 Tonnen, das ist nicht die Welt tatsächlich. Und wir haben die Algenterrarien eigentlich, weil die halt uns da noch... Wobei, die sind ja nicht das Problem. Problematisch ist ja eigentlich bloß das verschmutzte Wasser, ne, was die erzeugen. Das dann halt ausgast, aber das ist nicht so, das ist nicht so tragisch. Ich werde das eine Algenterrarium hier mal zerlegen, das brauchen wir ja nicht mehr. So, und der Biodrucker ist schon wieder aktiv. Wie wäre es, wenn wir hier unten noch ein Algenterrarium dazu bauen? Einfach mal so, weil wir es können. Warte mal, eigentlich müssten wir direkt hier oben noch diese Lufterfrischer bauen. Das mache ich einfach mal. Schaden kann es nicht, wenn man den mal zum Beispiel hier hinbaut. Und so. Des Weiteren habe ich auch einen Fehler gemacht. Und zwar mit dem Zeitplan. Mit den Nachteulen. Ja, weil ich habe jetzt tatsächlich die Freizeit von der Nachteule genau hier drin. Das ist natürlich ein totaler Schmann. So, wir müssen eigentlich hergehen und das einfach mal weiter nochmal versetzen um 3 Punkte. So, 1, 2, 3. Was war da? Badezeit. Hier. Und die Freizeit kommt dann in die Frühstunden rein. So. Gut, was heißt denn eigentlich dieses Sonnensymbol? Das weiß ich gerade gar nicht genau. Was das bedeutet. Naja gut, wir haben 2 Nachteulen. Der Rest ist Normalschicht. Gut, so sollte es jetzt eigentlich passen. Das in der Nachtzeit. Quatsch, nee, es passt eben nicht. Das muss dann natürlich auch noch gelb wieder sein. Das muss Arbeit, wenn die da aktiver sind. Und die Frühaufsteher, glaube ich, die muss man dann... Da muss man es dann anders setzen. Da muss man praktisch dann den Schlafrhythmus hier setzen. Freizeit hier und dann ab da... nee, Quatsch. Hier Badezeit, das muss man eigentlich nur um 1 versetzen, glaube ich. Aber der Optimist für so Pläne bin ich natürlich nicht. So, dann müssen wir hier leider nochmal die ganzen schönen Kunstwerke zerlegen. Ich meine, das war früher teilweise auch so, ja, da gab es ja dieses Punktesystem noch nicht so richtig. Mit diesem, wie es jetzt ist, da müssten die erstmal üben und besser werden, bis die da gescheite Kunstwerke voneinander gebracht haben. So, das könnte auch nochmal zerlegen, da könnte er zerlegen,
Das könnt ihr zerlegen. Der Lufterfrischer, der wird hier gestrichen. Der wird im Moment zerlegen. Außerdem können wir da noch ein bisschen freigraben. Da können wir planen, dass wir da noch ein weiteres Schlafzimmer einbauen. Mit der Zeit den Ziegel können wir zerlegen. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir versetzen den Lufterfrischer. Gut, ich weiß nicht, was ich hier hinbaue auf Dauer. Ach, ich setze den einfach hier. Ich setze mal noch einen hier übers Bett einfach. So. Die Frage ist, ob wir ihn überhaupt brauchen, ist die andere Sache. Aber wenn besser haben wie nicht brauchen und eben andersrum, ne? So, was hat denn der Biodrucker eigentlich für uns? Zeige ich mal Oxylitsamen, was hat man sonst? Ja, schau, jetzt haben wir zum Beispiel einen Dekorator, einen Viehzüchter. Tyro Dingsbums, okay. Dr. Forschen Deko, das brauchen wir gar nicht. Aus den Nudelarme disqualifiziert sind schon wieder. Viehzucht und Bauen. Keimresistent ist geil, aber. Gut, Forschungsaufträge braucht nicht können. Oxylitsamen brauche ich eigentlich nicht. Haben wir genug? Kreativität. Ja, dann wird der eigentlich unser neuer Kreativer. Aber warte mal, haben wir einen Baumeister? Eigentlich nicht, aber das ist jetzt so eine Sache, weil eigentlich möchte ich lieber einen reinen Dinger haben hier. Aber da ich jetzt eigentlich schon jemand auf Kreativität drauf habe, auf Dekorieren. Ich weiß noch nicht. Warte mal, Baumeister haben wir nicht, ne? Lass mich mal schauen. Baumeister haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Gut, mir wäre halt so ein plus 7. Wäre mir halt viel lieber, ne? Aber okay. Wir können uns die dann auch so ein bisschen hintrimmen. Kreativität. Ja gut, wir könnten den nehmen. Kein Graben. Ne, wir nehmen mal den Baumeister. Ah, können wir uns das kalorientechnisch überhaupt leisten? I hope so. Ja, früher war das ein bisschen kritischer. Vielleicht kriegen wir ja auch Nahrung. So, da haben wir jetzt einen neuen. Der hat, glaube ich, schon eine Fertigkeit, ne? Ein Punkt. Ja gut, die anderen haben auch, aber Hassan. Hassan, du hast, wie war das nochmal jetzt, hier Tier und Bauen. Gut, dann geben wir dir mal verbesserten Bau 1. Ja, mehr ist nicht, dann kriegst du erstmal die normale Baumütze hier. Und Tierzucht, warte mal, da haben wir, das ist Dings, das ist Farmer, ne? Das ist Farmer. Pflanzenpflege. Du bist... Landwirtschaft, genau. Da wirst du auch weitergehen später, aber ich möchte den Punkt jetzt eigentlich noch nicht so verteilen, weil momentan so mit der Moral muss man halt ein bisschen noch aufpassen, sonst kriegen sie Stress. So, wer ist denn da schon wieder krank? Niesbett natürlich. Wie immer. Hä, was ist denn hier passiert? Oh. Ah, da ist die eine Mehlpflanze abgedingst hier, ne? Da war nämlich, da ist ja mal Wasser runter und dann ist die kaputt gegangen. Naja, gut, egal. Dann können wir den Block hier auch weggraben. So, des Weiteren, ja. Prioritäten, wenn wir jetzt eben einen Baumeister haben, Hassan. Gut, hier muss ich nochmal generell was ändern. Lebenserhaltungsaufträge mache ich mal auf Standard. Umschalten soll erhöht bleiben. Aufräumen. Das machen wir anders da. Und zwar Marie hat zum Beispiel... Ja gut, das können wir bei ihr mal lassen. Wobei, nee. Moment, wir haben einen Aufräumer. Er hat ja Stärke erst recht. Da machen wir so. Alle anderen machen Aufräumen auf Standardpriorität. Weil da bei den Prioritäten habe ich auch schon ein bisschen Murks gemacht. Aber ja gut, Was heißt Murks? Man kann es ja noch Bedienung. Ja gut, das lassen wir mal. Bauen, ne?
warte mal, Bird. Moment mal, wieso Bird? Bauen 7. Hatten wir schon einen Baumeister? Interessant. Naja gut, dann haben wir jetzt 2. Oder Hassan geht dann tatsächlich auf. Nee, jetzt haben wir eigentlich schon. Das ist. Ah, ich hab's übersehen. Na egal. Das ist nicht schlimm. Wir werden sowieso irgendwann 20 Duplikanten haben und dann ist das nicht so tragisch. Versorgung, Lagerung. Na gut, da müssten wir eigentlich auch sagen. Nee, wir lassen es jetzt einfach mal so. So. Da habe ich das doch tatsächlich übersehen, dass Bird den Bauhut hat. Der hat nämlich schon verbesserter Bau 2. Ja, das will ich dem aber auch nicht nehmen. Ja, dann nimmt der mal den Dreier-Bauauftrag hier. Kriegt auch den Dreier-Hut. Hätte ich den jetzt Dorftierzucht trimmen können? Naja. Vielleicht tun wir ja auch noch einmal löschen den Duplikant und dann haben wir den Fall. So. Okay, dann habe ich noch was Neues. Ja, so viel Neues heute. Da können wir hier reingehen. Und zwar, ich habe gesagt, ihr dürft gerne in die Kolonie einziehen. Ja, da habe ich jetzt jemanden, der das gerne möchte. Ja gut, aber er ist... Ja, ich kann euch nicht immer garantiert, dass jetzt männlich oder weiblich wird. Weil manche Duplikanten sind halt weiblich, was soll's. Wenn, dann müsste ich jetzt eigentlich Devon nehmen. Das Devon... So, Devon benenne ich mal um. Moment, es wird Rocky. Der wird Rocky, Rocky, genau. Ja, herzlich willkommen hier in der Kolonie. Müssen wir hier jetzt Enter drücken? Ja, dann speichert er das. Perfekt. So. Ja, mal schauen. Ich werde natürlich auf dich aufpassen. Ich werde dich hier nicht riskieren. Ja, das bei allen natürlich. Es ist natürlich so eine Sache, wenn du natürlich dich selber in Gefahr bringst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ne? Ja, nochmal so viel zum Thema. So, momentan wird gekocht. Naja, dann ist es okay, dass der hier lädt. Oder, warte mal. Warte mal, ich möchte bitte auf das... Naja, gut, ja, ist eh schon voll. So, Radrils Wasser schön rein, das wird toll. So, wie ist denn das hier? Bitte, der Generator soll bitte ein bisschen stärker hier bedient werden. So, was ist denn hier los? Haben wir hier Dampf oder was? Oder weil, ah ne, da ist halt noch normales Wasser bei. So, eigentlich ist ja unser Ziel hier oben. Das ist ja alles schon erforscht. Perfekt. Da hat man eigentlich gedacht, dass wir uns da auch so eine Wasserdings bauen. Ja, aber da bin ich halt noch so ein bisschen gehandicapt. Von wegen Strom und so weiter. Weil die Vulkane, die können wir nachher sehr gut benutzen, aber da fehlt uns noch ein bisschen was für. Schutzanzüge und so weiter fehlen uns da auf jeden Fall. So, da haben wir selber Problem. Oder was heißt Problem, ist es ja nicht, aber ja. Die Frage ist auch, wo baue ich halt das hin? Ich brauche halt einen Tank und der Tank, aber ich kann noch nicht keinen unendlichen Tank groß jetzt im Moment planen, weil da braucht wieder Strom und ja, das ist alles. Müssten mal, was haben wir da? Wasserstoff. Aber der Wasserstoff langt halt nicht mehr. Wir können da alles mit keine Sprünge machen. Was ist eigentlich das hier für eine Abteilung? Da hätten wir noch ein bisschen Algen. Algen brauchen wir, glaube ich, auch noch ein paar. Ja, komm, wir müssen dringend hier mal... Ups, nee, nicht Lüftung, Quatsch. Hier, so, kopieren. Da soll die Leiter noch ein bisschen nach oben gehen. Dann soll man hier mal rübergraben. So, dann kann man das hier und da ein bisschen graben. Was haben wir hier? Wächst hier eine Schilfpflanze? Das wäre natürlich genial. Die sollte ich dann eigentlich lassen, dass man die, dass die noch weiter Schilffasern hier produziert. So, ja, euch ist hier kalt, das ist mir auch klar. So, da kommt die aber nicht ran, da muss ich noch eine Leiter bauen gleich. Und zwar,
Macht das mal so. Ja, dann müsste eigentlich alles erreichbar sein nachher. Jetzt haben wir hier eine Habsbohne. Oh, ich suche immer noch irgendwie so einen Erdgasgeist hier oder weiß der Kuckuck was und dann. Ha. Ach ja, genau, ich wollte eine Kantine bauen. Dann das mit dem Strom, das schiebe ich mal noch ein bisschen auf. So, Kantine, die bauen wir hier rein. Was ist denn das? Warum wird das nicht? Ach so, weil wahrscheinlich wieder kein Container frei ist. Was ist das? Das ist nährstoffreiche Erde. Jawohl. Das soll ja abgeholt werden. So, was haben wir eigentlich hier für einen Raum? Zeig mal. Raum unter Sicht. Der ist 64 Felder groß. Alles klar. Hört man, die Küche ist eigentlich auch zu groß. Die müssen wir mal noch abteilen. Ah, da müssen wir mal aufräumen. Das ganze blöde Salzwasser muss weg. Das müssen wir irgendwo hinlernen. Das ist die Kantine hätte ich gern hier gebaut. So, und zwar. Wir machen erstmal so. Kopieren. Ach ja, das. Ups. Ah. Wieder falsch geblaut. Genau. gebaut. So. Und dann kommen wir rechts und links erstmal eine Skulptur. Dann zack, 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 zack. Es wird auch irgendwann auch private Schlafräume geben. Das sage ich jetzt auch schon mal. So, da kann er gleich wieder klinklang, klinklang machen hier. So, und weiter der Möbel. Da hätte ich auch eine Idee, zum Beispiel Deckenleisten aus Granit. Die bauen wir hier an der Toilette, damit es da ein bisschen schöner ist. Gut, ich darf die, glaube ich, aber nicht über die luftdurchlässigen Ziegel bauen, weil sonst sind die blockiert oder so. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr mir das gerne natürlich verraten. Des Weiteren sollten wir eigentlich hier auch noch die Sache durchziehen mit den luftdurchlässigen Ziegeln. Das machen wir einfach hier, das Konzept weiter, damit sich hier das Ganze austauschen kann. Möbel. Kantinentisch. 1, 2, 3, 4. Machen wir das mal rechts und links so und dann... Ach, machen wir mal 5. Dann noch eine Skulptur und in der Mitte einen Wasserkühler. Damit es eigentlich als große Halle gilt hier. So, und Deko, wie gesagt, ist eigentlich sehr wichtig für die Duplikanten. Das tut denen ihre Moral hochhalten. Haben wir eigentlich schon Rutschstangen erforscht? Nein, Rutschstangen haben wir noch nicht. Ja, leider nicht. So, okay. Ja, und ihr kleinen Pipis, ihr holt das Zeugs raus. Okay, macht es ruhig. Warte mal, hier sollte man auch zur Zirkulation. Bin ja noch so unentschlossen. Warte mal, wo baue ich denn eigentlich den Generatorraum? Da habe ich auch noch nicht die Idee, wo ich den hinbaue, weil der kann ja dann 96 Blöcke groß sein. Generatorraum, naja gut. Vielleicht sollte man den weiter unten oder wegen außerhalb von der ganzen Sache bauen. Oder zum Beispiel hier wäre es auch denkbar. Allerdings. Allerdings halt wissen wir noch nicht mit was, ne? Also ich habe da mal eine Idee zu. So, gut, das ist ja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass ich das hier dann zumachen werde. Es kommt noch drauf zusammen hier. Eigentlich sind es viel zu viele luftdurchlässige Ziegel hier. Die Toilette sollte man halt da unten gegen. Na, wobei das dann viel bringt, wenn ich das jetzt isoliere hier. Das ist die große Preisfrage. So, das machen wir anders daher. Da machen wir jetzt maximal nur noch einen luftdurchlässigen Ziegel hin. So. Und bei Bedarf, wenn wir merken, dass es Mist ist, dann machen wir hier komplett dicht hier mit den Ziegeln.
Ist hier was eingepflanzt? Nein, nachdem wir hier ein Problem hatten, hat es hier eh alles rausgehauen. Dann hat man das vielleicht eine schlechte Idee, wenn ich das hier gleich so mache. Habe ich die... Ja, Gitterziegel habe ich. Wobei, wenn ich hier oben erstmal Kohlegeneratoren, Schrägstrich, Holzgeneratoren baue. Oder wie groß ist denn eigentlich dieser komische... Habe ich den überhaupt schon? Nee, habe ich noch nicht. Der Dings da, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Dieser... Ach, sagt's mir. Diese Stromstation, wie groß ist denn die? Weil da, den sollte ich auch noch reinstellen, weil dann kriegt der Raum nämlich einen Bonus. Aber naja gut, wir haben es halt noch nicht. Können wir das schon bauen? Ne, wir haben kein veredeltes Metall. Mist. Naja gut, dann müssen wir mal schauen. Aber erstmal sollten wir es halt planen. Ich nehme mal Gitterziegel. Die baue ich hier unten. Ups, nein. Die baue ich hier unten drunter. Baue. Löschen. Ja, genau. Dazu muss man erstmal hier was auspflanzen. Weil hier unten haben wir es sowieso, dass wir da keine so eine Mods-Durchgängigkeit haben. Das heißt, wartet mal. Da müssen wir mal mit den Ziegen hier weiter schaffen. Das müssen wir ein bisschen abschotten nach unten, damit es da nicht zu warm wird dann. Des Weiteren sollte eigentlich da dann eine isolierte Luftschleuse rein. Im Moment eine manuelle, das reicht eigentlich. Die muss ja nicht hier jetzt mit Strom funktionieren. So, dann machen wir hier mal Graben. Das kommt weg. Da oben können wir noch mehr graben. Hat man da kommen... Ja, da müssen wir mal gucken, wie die da dran kommen, aber da war müsste von oben gehen. So, wie viel haben wir da jetzt eigentlich ein? Das sind. Das hier oben sind. Das ist eine Latrine. Das sind 64 Felder. Gut, das wird man auch irgendwann ändern. Das kommt natürlich, da machen wir dann so eine Art Waschraum. Und wenn es mal gemeinschaftliche Einzelzimmer gibt sozusagen, dann bekommt eh jeder sein Privatklo. Von daher, das ist schon mal Fakt. Also, so haben wir jetzt den 64er Raum. Und 96 können wir einen Generatorraum machen. Warte mal, machen wir das, lösch mal hier das eine weg hier. Kraftwerkraum. 96 Felder. Stromregelstation. Ja, das muss ich gucken. Die habe ich gemeint, ob, wie groß die ist. Wie viele Felder? Okay, 96 Felder und 64. Dann sind wir bei 32, wo wir mehr brauchen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hierhin. Dann kommen hier die Türen wieder. Oder die Tür. Ja, jetzt habe ich es wieder aus den Augen verloren. Warte mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau bis dahin. Dann habe ich das ja schon intuitiv richtig gebaut hier. So, das ist natürlich faul hier. Das stimmt nicht. Da, das ist natürlich ein totaler Mist hier. So, das mache ich daher, damit irgendwas, was da durchtropfen kann, dann eben abtropft hier. Hier kommt auch so ein Ziegel hin, genau. Und der Rest wird wieder mit diesen Lochziegeln gemacht. Dann brauchen wir nochmal so eine Tür hier. Ach, Raumoverlay ist noch aktiviert, wie ist das hier? Na, das sehe ich jetzt nicht. Das muss erstmal fertig gebaut werden. Weg damit. Ja, da haben sie ein bisschen was zu tun. Ja, und da unten, da müssen wir halt dann wirklich jetzt mal alles überarbeiten. Und das wird dann mal unser Kraftwerksraum irgendwann.
Unerreichbare Nahrung, wo? Oh. Da hat sich wieder Bird hier eingebaut. Naja, gut, aber er kann sich befreien. Ersticken? Ah, Bird, du bist doch ein Trottel. Jetzt geh da mal raus. Muss ich dir das erst befehlen? Der erstickt mir hier. Ach, das geht noch gar nicht. Verdammt, Bau doch erstmal den Klotz. Jetzt schläft er noch, du Sack. Sag, bist du wahnsinnig? Alter, ey. Sag mal, seid ihr... doch, jetzt kann ich wieder atmen. Seid ihr denn ganz knusper hier? Das soll auch bitte schnell. Oh, ich hasse es. Manchmal, da könnte ich den wirklich... Ja, jetzt müsst ihr pieseln, ne? Oh, Leute. Ja, das war klar. Danke. So, einmal... Ja, schön. Naja, da unten macht's nichts, aber egal. Ja, ist super, jetzt kann er erst raus. Ja, anstatt dass er dann gräbt, nein. Ja, das, aber zum Glück ist er nicht erstickt. So, ah ja, da ist jetzt Bird hier prägt. Ach, Troggy ist da. Ja, eine schöne neue Tür. So, okay. Und da wird man wahrscheinlich erstmal Holzgeneratoren und Kohlegeneratoren einbauen. Schauen wir mal, wie groß sind die Sachen eigentlich. Der ist ziemlich klein. Wie viel Holz haben wir mittlerweile? Was ist ein Pokeshell Moll? Was ist denn das? Ach so, das ist, hä? Was soll denn das sein? Can be crushed to... Ach, kann zu Kalk gemacht werden. Ah, I see, I glotz. Das ist, wenn die sich schuppen hier, die Viecher. Ja, ja, okay, jetzt weiß ich's. Jetzt hat das Bier aber wieder vom Weg abgekommen. Leute! Okay, hier wird's wieder weniger, okay. Ja, da wird halt auch die luftige. Das ist, Das ist gar nicht gut. Wir müssen gucken, wie ich das jetzt hier löse. Kann der eigentlich... Ne, mit verschmutztem Wasser geht es, glaube ich, ne? Sauerstoff. Luftreiniger. Das geht mit Wasser. Ja. Effekte gibt verschmutztes Wasser, okay. Ich stelle mal einen hier unten dazu. Sorry, was hat der für Anschlüsse? Sanitär. Der hat... Das hier ist der Eingang. Das ist der Ausgang. Das können wir eigentlich direkt hier ein... warte mal, das machen wir anders. Können wir den drehen? Sauerstoff. Luftreiniger. Lalalalala. Oberdrehen, ja, genau, den kann man drehen, perfekt. So, jetzt hat er, Rohr. Genau, jetzt haben wir hier den Ausgang. Da machen wir eine Brücke rein. Rohrbrücke, damit das... Na nö, warum geht denn das? Warum geht es nicht? Flüssigkeits... Hä? Ach so, ja. Ich muss ja erst ein Stück Rohr bauen. Naja, gut, dann Moment. Ich hab's gleich. Das muss man ja erstmal wissen. So, nochmal drehen, bitte. Ich kann hier das nicht überlappen lassen. Ja, dann ebenso. Neuer Versuch. Das soll primär praktisch über die Brücke da reinkommen. Oder? Wie war denn das? Zuerst das und das dann? Ne, ja. Ich denke, das sollte so funktionieren. Wenn nicht, habe ich halt einen Fehler. So, dann einmal so. Und jetzt müssen wir hier klares Wasser zufügen. Das können wir uns doch hier abziehen, oder?
können wir uns doch hier abziehen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte man da auch verkeimtes Wasser benutzen, weil eigentlich... Nee, eigentlich nicht. Nee, das ist eigentlich eine doofe Idee, oder? Weil, naja... Das wird ja dann wieder ins Wasser abgegeben, in das Dreckwasser. So, das nehmen wir am besten hier weg. Dann machen wir wieder eine Brücke rein. Ach, das ist im Gerät, ne? Ne, da sind wir. Oh. So, genau, dann soll das hier und dann braucht es Sache ja noch Ström. Wir können aber, glaube ich, Starkstrom war es nicht. Ach, das haben wir noch gar nicht, das Kabel. Wir haben nur das lumpige Kabel hier. So, können wir das nicht einfach hier rüber verbinden? So. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so eine Sache noch mit dem Wasser, so ein bisschen. Es ist noch so... So, und wenn hier zu wenig Soße da ist zum Beispiel, dann kann ich hier oben auch nochmal die Tür öffnen und dann kann ich dann ein bisschen rauslassen. Was ist denn da? Hä? Warum ist hier eine Eierschale drin? Lag die schon die ganze Zeit? Hm. Wurscht. Okay. Ja, schade ist, dass man nicht unter verkeimtem Wasser und so aussortieren kann. Dass man sagen kann, zum Beispiel Flaschenentleerer für verschmutztes Wasser, der dann praktisch sauberes, also keimfreies verschmutztes Wasser hier reinleert. Nein, das kann man halt nicht hier. Deswegen hätte ich halt hier schon lang gewischt, aber ja, das würde alles hier runter reinkommen. Und da muss ich mir ein Chlorkonzept überlegen für. So, aber ich nehme auch schon wieder gleich viel zu lange auf. Was ist denn eigentlich hier? Ach, das habt ihr... Ah ja, Moment. Den Wasserkühler, den deaktivieren wir. Der muss nicht aktiv sein, aber normalerweise müsste jetzt eine große Halle sein hier. Jawohl. Moralbonus von 6. Und bei ihm hier in der Küche, da machen wir das Gleiche. Da Gegengegenstand hat er ja schon. Oder bei ihr, sagen wir mal so, wo kommt denn der Wasserspender hin? Ach, wir stellen mal mitten rein in den Raum. Dann machen wir nämlich hier auch noch eine große Halle draus. Es gibt keinen speziellen Küchenraum. Und den ganzen Mist hier sollte man wirklich mal aufräumen. Das ganze Salzwasser. Ich weiß noch nicht, wohin mit. Ja. Muss ich mir mal überlegen. Das weiter müssten wir mal ein bisschen weiter nach unten forschen. Einzigste wäre hier, aber dann läuft die Brühe davon. Ob da unten nicht irgendwo ein Geysir ist oder so für unseren Kraftwerksraum. Oder da hinten, da müssten wir uns auch mal weiter ausbreiten. Ich mache hier hinten einfach mal, ich mache hier mal einen Gang. Das ist Salz. Okay, Bleistein. Na gut, den Bleistein müssen wir halt dann wieder aufräumen, sonst haben wir wieder Chlor. Wobei wir Chlor ja brauchen können. Also wir werden so eine Art Raum mit Chlor. Und da wird man das Wasser hier entkeimen dann. Was hast denn du schon wieder? Ach, Lebensmittelvergiftung. Na gut, klar, bei dem Essen, was ihr da bekommt, ist es ja teilweise kein Wunder, ne? So, das, wenn er bitte vielleicht noch fertig baut, dann wäre das mir sehr lieb, dass wir das vielleicht noch ein bisschen in Aktion sehen. Ja, das ist schon... was haben wir an Holz? 15 Tonnen, okay, das ist erstmal gut so. Was haben wir an Kohle eigentlich? Kohle, 5 Tonnen, das ist nicht die Welt. Das ist echt nicht die Welt, wir müssten Hedges kultivieren. Hm. Damit wir da ein bisschen Kohle raus, aber wir haben keine Hedges, ne? Oder? Haben wir ein Hedge? Ich habe hier noch keinen Hedge gesehen. Manchmal gibt es hier auch über den Drucker hier. Apropos Drucker. Blaupause. Dornenblütensamen oder Erde. Erde brauche ich gar nicht. Was haben wir sonst? Jetzt hätten wir hier einen Gräber zum Beispiel. Ja, das ist wieder so ein Arounder, aber naja. Brauchen wir eigentlich beides nicht. Das ist. Viehzucht können wir das. Ne, wir nehmen nicht noch einen auf. Wir nehmen hier das Dornblüten-Samen-Paket. So, perfekt.
Und die Forschung lasse ich, wie gesagt, im Moment ein bisschen sein. Das ist mir noch ein bisschen heikel. Was haben wir eigentlich jetzt hier drin? Erde, okay, perfekt. Was haben wir denn hier so an Material? Aluminium, Erz, haben wir da noch lagerfrei? Samen, organisch. Metallerz, da haben wir noch Platz, okay. Was ist denn das? Verschmutzte Erde. Das gehört aber dringend zum Kompost gebracht. Oder wenn nicht der Gas halt hier aus, was soll's. So, könnt ihr da mal aufräumen da unten? Das wäre sehr nice. Alles, was da rumsteht, bitte wegpacken. Was ist das? Für Holz. Ach so, ja gut. Das braucht dann auch nicht aufgeräumt zu werden. Ja, dann wäre es ja eigentlich erstmal wichtig. Ja, bei Kohle haben wir wirklich nicht viel. Dass wir die Kohle uns aufbauen, dass wir da einen Holzgeneratorraum reinbauen. Wäre so meine Idee. Strom. Holzgenerator. Ich tue jetzt so ein bisschen hin und her springen. Ist mir auch klar, aber es muss jetzt leider mal so sein. Aluminium, okay, aha. Die, ja gut, die sind so klein, die Generatoren. Ich weiß auch nicht, wie viel ich davon brauche, oder? Eigentlich bauen wir die Bude voll. So, das reicht erstmal. So, was haben wir sonstiges an Stromgeräten? Da haben wir den kleinen Transformator. Auf 1000 Watt. Die Kabel hier, die gehen bis wie viel? Bis 1000 Watt, okay. Ja gut, momentan haben wir ja nicht wirklich viel, aber bei Zeiten sollten wir da halt dann auch mal umrüsten, dass man da nachher bessere Dinger hat. Irgendwo müssen wir dann uns überlegen, wo wir die Stromkreise hinleiten. Da wird ein Starkstromkabel fällig und so weiter. Gut, ich guck mal ganz kurz. Forschung. Wo ist denn eigentlich... Das ist da. Und wo ist denn dann... Da ist die komische Maschine. Da hätten wir dann das mit Ölraffinerie. Irgendwas suche ich gerade nach. Irgendwas ganz Spezielles, wo mir gerade der Name natürlich wieder nicht einfällt. Was ist denn das hier? Parkschild. Ja, sowas soll es geben. Stromtechnisch ist ja nur das hier, ne? Ne, das ist es nicht. Das ist das Kabel. Ah ja, da ist er ja, der große Transformator. Die hätte ich gern noch. Und die besseren Kabel. Aber da müssen wir unbedingt Dings machen. So ein Steinbrecher, weil... Ja. Wir müssen Material veredeln. Erze. Ja, und... Oh. Ich habe die Zeit aus dem Auge verloren. So, zeig mal, da baut sich wieder neuer Druck auf, okay. Ja, dann sage ich jetzt einfach wieder wie immer. Ah. Moment. Vom Arbeiten ist noch nicht. Ne, das machen wir jetzt noch fertig hier. Das möchte ich bitte noch sehen, wie das arbeitet. Ja, O2, can do. Ja, hier wird nicht der Druck wirklich zu hoch. Das ist nicht gut. Jetzt komm schnell, Marie, bau, das rettet den Tag hier. Ja, ah, Leute, warum? Da fliegt da Holz immer rum, das ist ja lustig, Leute. Ah, jetzt, jawohl, der arbeitet, perfekt. Verbraucht 1000 Gramm Wasser pro Sekunde. Und Rohr ist blockiert, warum? Hä? Flüssigkeitslaufplan, wo ist der hier? Ah, ich hab's wieder verkackt. Das geht also nicht. Das müssen wir anders machen. Ja, verdammt. Wie mache ich denn das?
Wasser und die Pumpe. Mist. Das ist jetzt doof. Also wir bauen eine zweite Pumpe, aber das ist auch doof. Es ist alles doof. Ah, Leute. Das sind wie viel? 10 Kilo. Okay, ja gut, da ist nichts dran zu denken. Höchstens wir schalten die Pumpe halt aus. Das wäre das Einzigste. Ah, der Bleichter wird aufgeräumt. Ja, dann schaltet mal die Pumpe aus. Deaktivieren. Ja, dass die Fischis hier nicht hier vergehen, ne? Die wollen ja auch noch was haben. Das umschalten bitte mal gleich. Nein, kommt keiner mehr. Och Mann. Ich sehe es noch kommen, da ist gleich wieder Nacht und kein Mensch schaltet um. Keiner, immer noch nicht. Ja, hopp, das soll mal hier. Ach komm. Es hat Algen, ja gut, das ist wichtig, aber okay. Ah, Ron. Bist du unser Mann? Jawohl, perfekt. Danke. So, jetzt sollte sich das Rohr hier leeren. Und das Ding erzeugt ja dann auch wieder Zeugs. Ja, da kommt das letzte gleich. So, Zeich. So, wie viel machst du hier? 1000 Gramm. Naja, das ist nicht viel. Naja, das ist zu wenig eigentlich für den hier. Das ist lachhaft. Zumindest zieht er uns jetzt hier erstmal das CO2 hier raus. Das ist schon mal ganz gut. Aber das ist eigentlich noch viel zu wenig hier. Da können wir mehr solche Skimmer bauen. Gut, aber ich überziehe ja schon wieder maßlos. Ich werde aber wahrscheinlich jetzt mal noch 2, 3 hinbauen. Müsste aber auf den Strom schauen, dass wir hier nicht zu viel Strom verbraten. Auf jeden Fall sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Like da lassen, Abo und Kommentar schreiben. Würde mich wirklich sehr freuen. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.